just a little bit, the world's so quiet and still. Santa's out there flying around, and it's true. Was für neue Technologien habt ihr im Spiel? So there is like feature-wise, we have a lot of interesting technology in there, but at the very basic. Wir haben viel neue Technologie verbaut. Alles basiert auf einem Node-Based System, also Animationen, KI oder Shader. Und mit diesen Knotenpunkten bekommen wir Zugang zu allen Elementen des Spiels. Diese können dann wirklich mit allem im Spiel verbunden werden, ob Animationen, Shader oder Windrichtung. Darum ist unsere Technik auch so leistungsstark. Wir haben das beste Zerstörungssystem überhaupt. Es basiert auf realistischer Physik, denn jedes Objekt reagiert korrekt auf die Kräfte, die auf es einwirken und je nachdem, aus welchem Material es besteht. Und das alles wird in Echtzeit berechnet. Die meisten Systeme basieren auf Vorberechnungen, wir allerdings machen alles in Echtzeit. Können Sie mir mehr über die technischen Abläufe sagen? Wenn wir ein Objekt anlegen, zum Beispiel ein Auto, dann bekommt es zuerst unser Technical Artist. Da sind viele verschiedene Teile verbaut, wie Reifen, Metall oder Glas. Er verbindet alle Elemente mit ihren physischen Attributen und danach setzt der Level Designer es in die Welt. So kann man zu jeder Zeit, egal wo auf der Karte, auf das Auto schießen und die Materialien verhalten sich entsprechend der Kräfte, die auf sie wirken. Wenn die Sonne auf ein zerstörtes Auto scheint, verändert sich dann der Schatten? Als Beispiel. Wenn man auf ein lackiertes Auto schießt, wird um das Einschussloch das Metall sichtbar. Das machen wir mit einem Shader. Dasselbe passiert mit Glas. Jedes Mal, wenn man darauf schießt, wird es in kleine, unterschiedliche Stückchen zerspringen. Eine einfache Textur würde das Glas einfach gleich zerspringen lassen. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, unsere Shader in Echtzeit anzupassen. Wir können durch unsere Shader zum Beispiel Schnee einfügen und bestimmen, wie viel es sein soll und in welchem Winkel er fallen und sich aufbauen soll. Was passiert, wenn eine Granate vor einem Auto explodiert? Wenn es zu einer Zerstörung kommt, sind da mehrere verschiedene Kräfte am Werk. Eine Explosion ist eine Kraft, die klein anfängt und dann schnell einen großen Radius aufbaut. Und alles, was von diesem Radius berührt wird, wird von dessen Kraft beeinflusst und das im dazu entsprechenden Winkel. Als Beispiel. Wenn man eine Bombe nah an einem Auto explodieren lässt, werden viele Elemente gleichzeitig zerstört. Sowas wie Glas, Metall und alles, was so ein Auto eben an sich hat. Und das alles in der spezifischen Richtung der Explosion. Beeinflusst das dann auch noch andere Dinge? Ja, natürlich. All unsere Systeme sind miteinander verknüpft. Beispielsweise haben wir einen globalen Wind. Wenn man es schneien lassen will, nimmt man für gewöhnlich ein Partikelsystem, setzt es in die Welt und sagt ihm, wohin es fliegen soll. Bei uns beeinflusst der globale Wind von Anfang an das Partikelsystem und sagt ihm automatisch, in welche Richtung es fliegen soll. Man kann eine Explosion ähnlich wie Wind ansehen. Wenn sie passiert, beeinflusst sie alles auf ihre eigene Art und Weise. Two on the left, one on the right.